Die Fotografie ist eine Lichtschrift. Sie erzählt durch auf Papier gebannte Spuren von Licht- und Zeitereignissen. In diesen Lichtspuren erstrahlt das Lentos Kunstmuseum nun in voller Pracht. Die erste große Fotoschau des Lentos zeigt einen themenorientierten Querschnitt aus der hauseigenen Sammlung, die zurzeit über 1000 Exponate umfasst. Als Ausgangspunkt habe ich zeitgenössische Bilder genommen und habe dann versucht herauszufinden, wie man diese zeitgenössischen Fotografien durch historische Fotografien kontrastieren kann und wie man auch den Inhalt und die Bedeutung dieser Werke ein bisschen vertiefen kann. In ihren Anfängen wurde der künstlerische Wert der Fotografie danach bemessen, inwieweit sie imstande war, Effekte kunsthistorischer Vorbilder nachzuahmen. Auch in der Lichtspurenausstellung wird in manchen Werken die Verbindung von Malerei und Fotografie thematisiert. Was stellt die Fotografie der Malerei als Kunstmittel gegenüber? Also ich habe die Fotografie dann gewählt, obwohl ich versucht habe, mich in den Rollen der Malerinnen gemalt zu porträtieren und habe dann bemerkt, dass das nicht mehr möglich ist, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Form der Malerei für mich nicht mehr möglich war, und daher habe ich dann begonnen, mich mit Fotografie und mit Video auseinanderzusetzen und bin dann dazu übergegangen, das fotografisch zu lösen. Fotografie braucht technische Mittel, Malerei braucht eine Hand, einen Pinsel und Farbe. Die Fotografie entstand im Zeitalter der Entdeckung der Geschichte und fungierte selbst lange Zeit als ideale Historikerin. Wie weit findet die zeitgenössische Fotografie Verwendung in ihrer narrativen Funktion sowie auch als kritische Bestandsaufnahme gesellschaftspolitischer Phänomene? Fotografie hat ein ganz großes Potenzial und viele Möglichkeiten zur Gesellschaftskritik. Ich glaube, dass gerade Medien, die auch sehr stark kommerziell verwendet werden und so allgegenwärtig in unserem Leben sind, von Künstlerinnen und Künstlern deshalb ausgesucht werden, weil die sich um eine Differenzierung bemühen. Gesellschaftskritisch war Fotografie immer, aber ich würde nicht sagen kritisch, sondern darstellend. Ob dann eine Kritik drinnen war in der Darstellung oder nicht, ist eine andere Geschichte. Sie können auch in die wunderschönste Modefotografie sagen, sie ist gesellschaftskritisch. Nein, sie ist gesellschaftsdarstellend. Die Lichtspuren im Lentos bewegen sich von Objektstudien, früher Reise- und Porträtfotografie über die Welt der erweiterten Fotografie in multimedialen Werken. Um all diese Exponate ins richtige Licht zu rücken, wurde der größte Museumssaal Österreichs architektonisch umgestaltet. Da habe ich aber die Befürchtung gehabt, dass gleich mal irgendwas zu klein wird oder so, weil da wirklich, man hat mit Dimensionen zu tun, und das ist eigentlich nicht wirklich einfach, dass man das sozusagen auch wirklich dann realisiert. Fotos können etwas festhalten, ob Handlung, Ereignis oder die fabelhafte Welt subjektiver Wahrnehmung von Wirklichkeit. Für alle, die sich auf die fotografische Spurensuche begeben wollen, bietet das Lentos noch bis 8. Dezember 2008 eine optimale Plattform.